Und jetzt wird es interessant, nicht was sie sagt, was sie fühlt, sondern was Mark Robin gleich sagt. Achtung, Freunde. Es ist zum Fremdschämen. Wirklich so, dass man unterm Tisch oder so ein Loch im Boden und rein damit. So Fremdscham ist das. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wie lange haben wir alle bitte auf das Wiedersehen von Temptation Island gewartet? Und ich habe gerade gesehen, hier sind so ekelhafte Flecken drauf, ist ja unfassbar. Und Freunde, ich habe das gesehen, ich habe nicht alles gesehen, ich habe durchgesäppt und bin geschockt des Todes. Ich habe eben mit Yuri auch voll gesprochen und was hast du nochmal gesagt? Du hast gesagt, der hat sich noch schlechter verkauft als in den Folgen, ne? Es war noch schlimmer als in den Folgen. Man hätte denken können, er hat ein bisschen was gelernt, ein bisschen an sich gearbeitet, ein bisschen überlegt, was er da sagt, aber da kam ja nur Hilfe, Freunde. Die anderen Pärchen lassen wir jetzt außer Acht. Ihr könnt die ganze Folge, es lohnt sich das zu gucken, wirklich, auf RTL Plus anschauen. Der Link dazu ist unten in der Infobox. Wir gucken uns jetzt allgemein nur den kompletten Part zwischen Michelle und Mark Robin an, weil der natürlich am interessantesten ist, ein Freund in der Sonne. Aber mit Credo, das ist auch so eine Sache. Eigentlich müssten wir Credo mit und Dix mit reinnehmen, aber wir dürfen ja nicht auf alles mehr reagieren, ne? Immer nur so einen gewissen Prozentteil. Deswegen guckt euch das mit Credo mal an. Ich kann nur dazu sagen, ohne dass wir das zeigen, dass die Beziehung meines Erachtens keinen Bestand hat, weil die nur am Diskutieren sind, also hier beim Wiedersehen, über die Fragen schon am Diskutieren sind von Lola. Also das ist für mich, denke ich, nur ein Tropfen auf den heißen Stein und nur eine Frage der Zeit. Aber guckt es euch selber an, bildet euch eure Meinung. Wir gucken uns jetzt den Part mit Michelle und Mark Robin ein. Ich denke mal, ich sage mal, bei Doppelnamen sage ich immer nur einen Namen meistens. Bei Nina Christine sage ich auch mal Nina. Die so, ich heiße Nina Christine. Und der Mark, ich heiße Mark Robin. Okay, Mark Robin. Michelle, wie geht's euch beiden? Es war eine schwierige Zeit, es war eine sehr schwierige Zeit danach. Aber mittlerweile bin ich damit im Reinen. Also, mit mir im Reinen. Bist du mit ihr im Reinen? Nee, gar nicht. Also, ich bin auch immer noch am Kämpfen, tatsächlich. Ja. Bei euch ist viel vorgefallen. Was genau, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Yep. Michelle und Mark Robin, was ist das Geheimnis eurer Beziehung? Wir lieben uns, aber wir sind halt auch eher beste Freunde. Ja, kann man schon sagen. Ja. Ich habe erfahren, dass ihr nicht komplett zusammen war die letzten 6 Jahre. Also, und das ist schon der springende Punkt. Und jetzt kommt die Erklärung, warum sie 6 Jahre nicht zusammen waren. Achtung. Anfangs war es eher wegen Gerüchten, weswegen wir uns getrennt haben. Ob die Gerüchte nicht mehr ehrlich sind, wahr waren, das müsste man ehrlicherweise jetzt mal. Also wenn ich sie wäre, die mich, obwohl sie hat abgeschlossen mit der Beziehung, aber ich würde mal alles wissen wollen. Ich würde noch mal genauestens Sherlock Holmes spielen, ob an diesen angeblichen Gerüchten nicht doch irgendwas dran waren. Ja, weil wir wissen ja, wie Mark Robin ist. Wisst ihr? Was waren das für Gerüchte? Dass er Kontakt mit anderen Frauen hatte. Es hieß halt auch schon intimerer Kontakt, ne? Ja. Kontakt. Ja. Ja. Und nachdem wir alle gesehen haben, wie Mark Robin drauf ist, glauben wir das natürlich alle, oder? Und war da irgendwas dran? Nicht weinen. Fontaine. Ja, wer hat sich hier beworben? Mark Robin, jetzt erstmal zu dir. Ich habe so das Gefühl, alle lassen es bislang krachen, aber du bist noch sehr zurückhaltend. Ich bin da ganz vorsichtig. Mir ist meine Beziehung viel zu wichtig, um mir irgendwas wegen ein bisschen Spaß aufs Spiel zu setzen. Auf gar keinen Fall, ehrlich, auf gar keinen Fall. Niemals. Hey! Der kann halt hier, das kann er, quatschen, gut quatschen, aber nicht jedem um Finger wickeln, aber bei Leichtgläubigen, denke ich. Was soll ich machen? Ich tanke doch. Also, du willst auch. Boah, das ist so Fremdscham. Und dann, aber ich mach nicht. Ich lasse mir die Gurke schnibbeln, aber ich mach nichts dabei. Oh, das ist so Fremdscham, ne? Das ist so eklig. Der steht da und trinkt sein Weinglas. Junge, 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 Junge. Boah, es tut mir so leid. Die weint so, ne? Das tut mir so hart leid.
Das tut mir so hart leid, na. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Michelle, wir stoppen gerade kurz. Was ist los? Ja, was da wohl los ist, Laura. Wie heißt die noch? Larissa. Nee, die Moderatorin. Lola. Lola, danke. Boah, Patrick ist nicht da, ich merk's. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es nicht so schlimm, was er gemacht hat, sondern einfach diese Aussagen, was er getroffen hat. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wie ein Mensch sowas sagen kann, in dem gleichen Atemzug einfach sowas machen kann. Ja, das ist echt übel. Richtig übel. Mir tut gerade am meisten weh, zu sehen, dass ich das durchgemacht habe. So. Ja. Es reißt halt einfach alle Wunden nochmal auf. Es tut halt weh. Es tut doch nicht. Halt die Fresse, halt die Klappe. Es tut halt weh. Oh, halt den Mund. Dir tut es nicht weh. Butter beide Fische, dir tut es nicht weh. Du schämst dich nur für dich selber, weil ganz Deutschland weiß, was du für ein Mensch bist. Muss Mutti hier mal wieder fürs Grobe zuständig sein, Tacheles sprechen. Mir weh. Mehr als man denkt. Soll ich mich zu dir kurz setzen und dann Daumen drücken? Alles gut, aber ja. Danke dir. Okay, dann versuchen wir uns jetzt den Rest noch anzugucken, ja? Und dann sprechen wir mal das. Vertraust du ihm? Ja. Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Ich denke, dass er nichts Schlimmes machen wird. Ich weiß, dass er mich liebt. No, it was not love. Hat nichts mit Liebe zu tun. Und ich hoffe, dass wir hier gemeinsam rausgehen. Aua! Ich hab mir nur meine Zunge ausgepackt! Warte mal! Was für ein Armband hat der an? Nochmal! So fürchterlich. Manche sagen, oh ne, ein Kommentar, ich muss aufpassen, ich habe eine Nasenspray-Sucht. Nee, tatsächlich nicht. Also A, ist das nur Plasma-Liquid, das ist nur eine Nasenreinigung. Es ist nichts drin, kein Cortison, kein abschwellendes irgendwas, das ist nur Natur, also ist nur eine Reinigung und das mache ich immer nur, wenn ich drehe. Keine Ahnung, wieso. So schlimm. Als ich die Bilder gesehen habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen sozusagen. Ja. Bildern ja. Hat mir wehgetan, dass er mit ihr gekuschelt hat. So schlimm, ne? Und genau deswegen ist mein Kanal, Freunde, um euch zu warnen und um euch aufzuzeigen, dass man früh genug wirklich, das ist einfach schlimm. Ich habe das selber durch, über Jahre. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ist nicht schön. Laura, heb dein Mikro zu. Hä? Heb dein Mikro zu. Zuhalten. Was denn? Ich geh jetzt in mein Schlafzimmer. Du klopfst. Eine Minute. Oh, komm, ohne Mikro. Okay. Die küssen sich. Er hat gefragt, ob ich die Bilder nehme. Du fragst nicht, die Bilder nicht. Dann gibt es nur Gewinn. Übel, aber das hatten wir ja schon. Ich hab. Ja. Ich hab nichts mehr zu sagen, ich breche ab. Ja. Ja. Was machst du hier? Alles gut? Ja, also. Hallo. Alles gut? Ja. Ich hab nichts zu sagen, du bist treu geblieben? Ja. Das triggert mich immer noch, das triggert mich selbst immer noch so hart. Ein Winkel, von dem du wusstest. Mach mir Nasenspray. Ja, was heißt, von dem ich wusste? Von dem wusstest du nicht so. Ja, ja. Richtig? Und was ist in diesem toten Winkel passiert? Ja, sollen wir alle gerne wissen. Du weißt er natürlich nicht. Nein. Also zack, weg. Ja, ja. Sei einfach ehrlich. Ja. Es gab einen Kuss. Boah, die weint da, ne? Du hast 6 Jahre Beziehung weggeschmissen. Ja. Für einen Kuss. Ja. Michelle, was fühlst du gerade? Und jetzt wird's interessant, nicht was sie sagt, was sie fühlt, sondern was Mark Robin gleich sagt. Achtung, Freunde. Es ist zum Fremdschämen wirklich so, dass man unterm Tisch oder so ein Loch im Boden und rein damit. So Fremdscham ist das. Ich kenne niemanden, der ist so krass, der sein Partner stand wie ich. Aber doch, ich stehe auch so krass hinter meinem Partner. Ich stehe auch so krass hinter meinen Freunden. Alles hat seinen Grund. Ich bin froh, dass es passiert ist. Weil sehr gut. Wenn es nicht so passiert,
wäre, wäre es anders da passiert. Ja. Und im Endeffekt... Dann hätte er es wieder heimlich irgendwie gemacht und es hieß dann nur, es wäre ein Gerücht. Und deswegen, weil es ja nur ein Gerücht ist, kann man, bleibt man noch mit dem zusammen. Richtig. Deswegen ist es gut, dass es passiert ist. Korrekt. Denke ich mir, ich habe was Besseres verdient. Absolut. Mein Gott. Absolut Applaus verdient. Gesunde Einstellung, gesundes Spirit, gesunder straighter Mensch. Genau richtig. Einfach mal klatschen. Wirklich. Applaus. Stark. Stark. Gerade wenn du nickst. Was soll ich sagen? Jetzt, Freunde, jetzt wird es richtig cringe. Erst denkt man sich, habe ich irgendwas zwischen den Zähnen? Okay. Erst denkt man sich so, ja, der redet gar nicht schlecht. Und dann da einfach rein. Oh, macht wieder alles kaputt. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf los war. Warum ich mich auf irgendwas eingelassen habe. Es ist mir ein Rätsel seit Monaten. Ich kämpfe seit Monaten. Ich bin in einem Loch seit Monaten. Ich hab's aber auf. Du bist in einem Loch, weil die Öffentlichkeit dir den Druck gibt. Und weil du exposed wurdest. Du bist nicht im Loch, weil du ihr wehgetan hast. Weil, dann hättest du ja vorher drüber nachgedacht. Verdient. Ich hätte es noch viel schlimmer verdient. Das ist eine reine Manipulation seines gegenüber, um so sie ruhig zu stellen oder uns, die Öffentlichkeit, zu sagen, ich hätte es noch viel schlimmer verdient. Reine Manipulation. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Schauspielerei nimmt man ab jetzt nicht mehr ab. Ja. Ja. Es war eine harte Zeit. Es war eine sehr harte Zeit, auch für mich. Wirklich. Könnte ich, also das ist, sie sagt, ja, es war eine harte Zeit. Ja, es war eine sehr harte Zeit, auch für mich. Du interessierst keinen. Mark Robin, du interessierst keinen. Weil du hast dich in diese Misere gebracht. Du hast sie erniedrigt. Sie. Du müsstest die Klappe halten. Oder zumindest das nicht so übertünchen. Ja, es war eine sehr harte Zeit, auch für mich. So, what the f***? Es war, Leute hinter mir wissen es alle. Ich bin wirklich komplett durch die Hölle gegangen. Klar, sie auch, aber... Ja, klar, sie auch, aber ich... Hör mal zu. Hör mal zu. Oh, danke, dass du es anerkennst, dass sie durch die Hölle gegangen ist. Es war auch für mich die Hölle. Michelle war noch liebevoll zu mir tatsächlich, hat sich um mich gekümmert. Ich glaube, die ersten paar Wochen ging es mir tatsächlich schlimmer wie ihr. Nee. Der nimmt sich die Frechheit raus, zu sagen, also ich glaube, die ersten paar Wochen ging es noch schlimmer wie ihr. Ging es mir noch schlimmer wie ihr. Das hat er tatsächlich gesagt. Freunde, das hat er tatsächlich gesagt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich war einfach nur stark, weil ich gesehen habe, ich war in einem richtigen Down. Ja, ja. Ich war in einem richtigen Loch. Also ich habe gedacht, ich komme auch nicht mehr raus. Also wirklich, es war die Hölle. Und ich gehe auch jetzt noch durch die Hölle. Warum? Ach so, ja gut, aber auf Instagram, so locker, flockig, chillig mit einem Jogger auf der Couch zu liegen und Storys machen und das geht. So sieht sein Loch aus. Also als ich mal in einem Loch war, in einem depressiven Loch. Hallo, ist gut. Oh. Feche du. Ja. Oh. Nochmal du. Au! Ja, bravo! Ja, au! So, okay, reicht jetzt. Gut. Okay, kurz random. Okay, okay, Georgie, Schluss jetzt, ne? No? Die wedelt. Ja, nein, Georgie, jetzt ist Schluss. Habe ich eigentlich die ganze Zeit diese Funktüte jetzt da stehen? Ja. Ja, Schluss jetzt. Lass die draußen bellen. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah ja. Als ich im Loch war, down war, ging gar nichts. Da war ich in einem Loch. Da habe ich Nervenzusammenbrüche eine nach dem anderen gehabt. Panikattacken eine nach dem anderen. Ich wollte gar nicht mehr aufstehen. Ich habe hier gelegen. Patrick hat meinen Kopf nur gestreichelt. Und ich habe geschluchzt in die Couch. Wochen. Ja, so. Aber das war wegen Corona, ne? Wegen der Zeit, ne? Aber das ist ein Loch. Aber er macht ja noch locker flockig Insta-Videos, ne? Klar ging es dem nicht gut. Weil er exposed wurde, ja. Aber sich so hinzustellen, also ich bin jetzt hier das Opfer jetzt gerade und klar, ihr ging es auch nicht gut, aber ich war in einem Loch, ich dachte, ich komme da gar nicht mehr raus. Wow. So, weiter geht's. Ich kann es dir nicht erklären. Ich frage mich seit Monaten frage ich mich, wie konnte es dazu kommen. Michelle war alles für mich. Und ich hoffe für sie, dass sie auch jemand Besseres findet und dass ich mein Leben lang Single bleibe. Das habe ich verdient einfach. Schön manipulieren. Boah, das ist ein komischer Mensch, ne? Der ist nicht gesund, meiner Meinung, ne? Also, da... Boah. Warum warst du beim finalen Lagerfeuer nicht ehrlich? Weil ich die Eier nicht gehabt habe. Und weil ich mich geschämt habe. Wenigstens da. Diese 3 Sekunden, die ihr jetzt hier sagt, ist er wenigstens ehrlich. Aber dir war schon bewusst, dass sie die Bilder gesehen hat. Ja, klar. Ich habe am liebsten weggerannt, hätte ihr einen Zettel hingeschrieben, tut mir leid, ich habe die Eier nicht. Es ist das und das passiert. Ich kann dir nicht ins Gesicht gucken. Ja, das habe ich abgenommen, aber
Das ist doch fast lustig, weil das kann man sich so wirklich vorstellen, oder? Ja, das glaube ich ihm tatsächlich. Ich fühle mich jetzt unwohl neben ihr. Ich komme mir selbst nicht mehr klar. Ich habe mich geschämt, ich schäme mich jetzt zu Tode, wirklich. Ich schäme mich so sehr, dass ich wirklich am liebsten aufstehen würde und wieder wegrennen einfach. Wir holen jetzt deine größte Versuchung dazu. Bitte. Die Frau, mit der du mich... Und jetzt wird's noch cringer, Freunde, Achtung! ...schell betrogen hast. Laura. Was ist das und wie kommt es zu dir nach Hause? Es ist ein T-Shirt von Mark Robin. Das hat er mir während der Show, hatte ich das an zum Schlafen und er hat es mir danach geschenkt, sozusagen, dass ich es verhalten kann. Und dann habe ich es wieder mitgebracht. Also hattet ihr Kontakt danach? Nein, eine Instagram-Nachricht von ihm an mich und ich habe nie darauf geantwortet. Er hat die Nachricht dann auch zurückgezogen und ja. Was stand denn da drin? Zurückgezogen ist er nicht. Zurückgezogen ist er nicht. Doch, du hast zurückgezogen. Ich hab sie doch noch auf dem Handy. Ich hab sie blockiert. Ich hab Screenshots gemacht, aber der Chat ist leer. Du hast die Nachricht zurückgezogen. Ich hab sie noch auf dem Handy. Also, der lehnt sich dann immer so. Prozent. Zeige ich jedem. Das ist auch egal. Ja, unnötig. Eben. Was stand denn drin? Ja, dass ein Mensch einfach enttäuscht von mir ist, dass ich ihm was vorgemacht hätte, aber... Der ist menschlich enttäuscht, weil sie ihm was vorgemacht hat. Nee, aber sie sagt jetzt die korrekte Antwort... Nicht, denn genau das war mein Job vor Ort und es war... Der ist einfach so... Der geht in eine Temptation, wo Verführerinnen die Job haben, die Männer zu verführen. Das hat sie getan. Und im allen Ernstes schreibt er ihr danach auf Instagram eine Nachricht. Ich bin menschlich von dir enttäuscht, dass du mir das vorgemacht hast. Freunde, das muss ich mal kurz geben. Also... Der braucht mein Nasenspray. Der braucht das. Vielleicht hilft das. War auch nie gelogen, dass ich ihn wirklich gerne habe als Menschen. Und die Zeit am Anfang, wo wir uns gut verstanden haben, war auch nie gelogen. Nur irgendwann wurde es mir halt zu viel, wo ich gemerkt habe, so, er fängt an, mir zu sagen, was ich in den Interviews sagen soll, damit wir das Gleiche sagen. Und da fand ich es dann auch einfach... Guck jetzt, wie er tut. Oh mein Gott, Mark Robin, wie er jetzt tut. Und wir alle wissen, wie sie da in dieser Ecke gesessen haben und gesprochen haben und so getan haben, wo er ihr einreden wollte, ist ja nichts vorgefallen. Erinnert ihr euch noch an... Und er tut jetzt so... Was habe ich... Ja, nicht mehr. Ich habe nie gesagt, was Charakter du sagen gesehen. Sollst. Doch. Hä? Ich höre das alles zum ersten Mal. Ich habe vieles gehört, aber das höre ich zum ersten Mal. Oh, es hat ja, so viel nicht zusammengepasst. Ja. Mikros zuhalten und sagen, ich soll eine Münze später aufs Zimmer kommen, bringt auch nichts, wenn am Pool Mikros sind. Also manchmal hast du einfach nicht genug nachgedacht. Ja, da hast du recht. Mein Glück. Und jetzt sagt die Kleine, Laura heißt sehr, was ganz Tolles. Wirklich, Achtung. Ja, und seit dem Kuss hatte ich wirklich so einen richtigen Hasskick. Und ich habe das Ganze nur noch durchgezogen, weil es mich so genervt hat, dass nichts auf Kamera war. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es genossen habe, was mit ihm zu haben, Michelle. Wäre es nicht rausgekommen, hätte ich es ja trotzdem zu Hause gesagt. Guck mal, stehen mir die Haare, kann man das sehen? Mir stehen die Haare zu Berge, ich weiß nicht. Das kann man nicht sehen, ne? Nee, schade. Ich krieg da richtig einen Abtörner, einen Ekel, Abneigung gegen so viel Scheiße. Wirklich, also das ist richtig ekelhaft. Als allererstes fand ich richtig gut, dass die Kleine sagt, mir hat's nicht Freude bereitet, mit deinem Mann was zu haben. Fand ich ganz großes Kino. Und ich finde das von der Michelle aber auch gut, dass sie... Oh, ich finde das immer noch ekelhaft. Von der Michelle gut, dass sie... Danke, so, also eher sie positiv sieht. Richtig großes Kino, weil der Mann ist der Schuldige hier. Ja? Und nicht die Verführerin. Es sei denn, man ist Kim Virginia. Dann ist meine Nummer zu weit gegangen, ne? Aber finde ich großes Kino hier. Und ich möchte noch mal kurz die paar Sätze zurückgehen und hört nochmal, was der Mark Robin sagt. Und ich habe das Ganze nur noch durchgezogen, weil es mich so genervt hat, dass nichts auf Kamera war. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es genossen habe, was mit ihm zu haben, Michelle. Wäre es nicht rausgekommen, hätte ich es ja trotzdem zu Hause gesagt. Ja, klar. Wäre es nicht rausgekommen, hätte ich das zu Hause auch gesagt. Ja, klar. Genauso wie das angebliche Gerücht damals und so. Ja, du hättest das total. Also, wie vertrauenswürdig du bist, das haben wir alle gesehen. Das weiß ganz Deutschland, wie vertrauenswürdig. Also, ja, doch, klar. Hättest du hundertprozentig zu Hause gemacht. Ach, wirklich? Ja, hundertprozentig. Komischerweise hast du manche Dinge immer noch nicht erwähnt oder vertust sie noch. Was denn? Ja, unter der Dusche wäre angeblich nichts gelaufen. Da war ja zu wenig Platz. Totaler Bullshit. Du hast zu mir wortwörtlich gesagt, du hast das Wort extra nicht in den Mund genommen, aber... Jetzt hast du ihn einmal gesehen, jetzt kriegst du nicht mehr genug von mir. Worauf war das wohl bezogen? Das war auf die Duschszene. Ich war ja auch nackt, okay? Streiche ich auch nicht ab. Einfach nur unangenehm. Ja, Todes, das ist auch für mich unangenehm, natürlich. Ja, aber du hast uns in diese Situation gebracht, Mark Robin. Ja. 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 Ja.
Und ja? Dafür kriege ich auch die Retourkutsche. Ja, 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 ja. Ja? Komm, geh doch mal in die Opferrolle. Die Retourkutsche ist also das, was du daraus lernst, dass du trotzdem ständig mit den anderen Mädels in Kontakt bist? Und jetzt, Freunde, wird es so unangenehm. Die Begründung war... die Maserung des Tisches. Die Begründung, warum er mit den anderen Verführerinnen in Kontakt ist. Freunde, da ziehen sich meine Nippel nach innen ein. Kennt ihr? Fump, gehen die nach innen. Kennt ihr? Also ich nicht. Aber in dem Falle, Achtung, Freunde, passt auf eure Nippel auf. Die rollen sich inklusive Fußnägel jetzt nach innen. Passt auf, was er sagt. Passt auf. Und ich versuch's bei jedem gut zu reden. Ich weiß von jedem Mädel, dass du dich danach bei ihr gemeldet hast und versucht hast, alles gut zu reden. Und mit vielen sogar so bist mittlerweile. Sehe ich eins zu eins genauso. Ja, aber es ist Kontakt, oh mein Gott. Ich bitte euch. Mal kommen, das ist genau das Gleiche. Für den einen ist es schlimmer, für den anderen weniger. Für mich ist es weniger. Für Hör mal zu, Mark Robin Hood. Du betrügst deine Frau im Fernsehen. Sitzt hier und sagst, du bist in einem Loch gewesen. Du hast Angst gehabt, da nicht mehr rauszukommen, weil du so Schmerzen hast, es dir so leid tut. Aber ey, mit den anderen Verführerinnen schreiben, geht. Und dann sagt man zu, Alter, was ist das für ein Typ? Woher haben die denn? Mich wäre es auch weniger schlimm, ja, wenn du mit den cool bist. Sei doch mit den cool. Okay, mal ganz kurz. Du weißt ganz genau, dass ich damit aber nicht cool bin. Trotzdem machst du es. Okay, wir sind getrennte Leute, aber trotzdem könntest du im Nachhinein irgendwas machen, wo du mir zeigen hättest können, okay. Er hat wenigstens daraus gelernt. Er macht wenigstens. Er hat nicht nur daraus gelernt, sondern er ist loyal dann jetzt noch. Wenigstens jetzt, wo er weiß, sie leidet, sein Urgroßvater. Wenigstens dann. Aber nee, selbst da ist mal Robin egoistisch, dessen Urgroßvater, dessen Cousin. Und sch**t da drauf mal wieder, wie es ihr geht. Menschlich, wirklich wie die Maserung der Tischplatte. Da ist auch nur die Hälfte von zu sehen. Was. Aber nein, nicht mal das machst du. Nee. Hast du was viel Besseres für mich verdient? Das Gespräch nimmt gerade hier eine komplett... Alter, was passiert hier gerade? Und jetzt versucht er es umzudrehen, zu manipulieren, zu gaslighten. Was passiert hier gerade? Was ist das für ein Gespräch hier gerade? Doch, das ist ein sehr gutes Gespräch mit sehr knallharten Fakten. Mark Robin aber macht was draus? Na, ganz ehrlich. Also das Letzte, was ich zu sagen habe, ist, wir beide sind getrennte Menschen, das wird auch so bleiben. Es gab auch eine Zeit, wo ich... echt bereut habe, hier mitzumachen. Aber mittlerweile bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja. Bin ich auch. Weil ich jetzt... Ja. Du bist froh, wie es gekommen ist? Weil jetzt weiß ich, dass sie was Besseres verdient hat. Wer sagt denn, dass es nicht woanders passiert wäre? Der macht es... Oh Gott, wer sagt... Der macht es sich jetzt einfach nur einfach. Er will einfach nur sich aus der Schlinge ziehen. Der manipuliert jetzt gerade seinen Urgroßvater wirklich. Das ist so unangenehm, das anzugucken. Es ist so... Ich sage, es wäre nie passiert. Aber ich bin auch reingegangen und sage, es passiert nichts. Und sehe es ja doch. Ihr zuliebe sehe ich die Sache als eigentlich positiven Erfolg. Ihr zuliebe. Oh mein Gott, aber mit den Verführerinnen schreiben. In deinem angeblichen schwierigen Loch, durch das dich deine Ex noch begleitet hat. Naja, aber ihr zuliebe malt dich einfach menschlich, korrekt und ehrlich und aufrichtig zu verhalten, geht nicht? Boah, was ein Typ. Ihr zuliebe, nicht wegen mir. Ich würde ihren Schmerz am liebsten auch noch mitnehmen. Kann ich aber leider nicht. Aber wie gesagt, Freunde, dann mit den Verführerinnen schreiben, geht. Michelle und Mark Robin, danke, dass ihr heute hier wart. Danke, dass du auch heute hier warst. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Tausend Dank euch allen, dass ihr diese Staffel so unvergesslich gemacht habt. Das finde ich auch. Danke, dass ihr alle da wart. Auch in deinem Namen an alle anderen Verführerinnen, an alle Verführer. Es war eine einmalige Staffel, das ist auch gut so. Ja, das stimmt. In diesem Sinne freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Danke euch allen. Ja, sehr gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Das war gut. Also es war eine krasse Staffel, das finde ich auch, oder? Ich glaube, das finden wir alle. Sind wir uns alle einig? Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr also welches Cringe-Level war es? 1 bis 10, wenn 10 am schlimmsten ist. Wie hoch war euer Cringe-Level-Gefühl bei den Sachen, die er da gesagt hat? Bei der Michelle, ich wünsche ihr wirklich das Beste. Sie hat wirklich was Besseres verdient und ihm wünsche ich einfach nur gute Besserung. Also, nein, wirklich. Ihm wünsche ich wirklich gute Besserung.
Mehr kann ich nicht sagen. Freunde, das war die Staffel Temptation Island. Ja, holla die Waldfee. Was war da los? Richtig geil. Danke an alle Darsteller, dass wir darüber berichten durften und konnten. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, Künstlerlevel ab unten in die Kommentare. Und dann geht's weiter bald mit zwei Formaten zur Auswahl. Ich werde den Community-Tab welche zur Auswahl stellen. Dann könnt ihr da bitte abstimmen. Macht da mit. Und abonnieren des Kanals nicht vergessen, damit ihr uns unterstützt vom Kanal und vor allen Dingen, damit ihr nichts verpasst, was den Community-Tab auch angeht, weil ich möchte ja den Content danach richten, was ihr schauen möchtet. Und damit wir so auf einen Nenner kommen, nicht nur, was ich hier durchziehen will irgendwie. Das soll ja Sinn machen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hab euch lieb und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.